Hallo Wander- und Outdoor-Fans und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, und wenn ihr euch jetzt wundert, warum dieser Name, einfach mal hier oben in das Video klicken und da kriegt ihr alle Erklärungen dazu. Wir haben den Kanal umgenannt, warum, wieso, weshalb, seht ihr im Video. Ja, und wir befinden uns heute hier in Manderscheid und wir wollen den Manderscheider Burgenstieg gehen. Genau, und der Burgenstieg ist ja prämiert oder steht zur Auswahl im Wandermagazin, da kann man abstimmen und der ist halt einer von den Wegen, die zur Auswahl stehen, als Deutschlands schönster Rundwanderweg. Und ja, da dachten wir, den holen wir mal zum Anlass, um den zu testen, um den dann auch zu bewerten. Und wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, hier hinter mir seht ihr die Niederburg oder Unterburg. Wir befinden uns gerade auf der Oberburg, die liegt direkt am Wegesrand, da kann man einen kleinen Abstecher machen. Es ist leider nur die Ruine erhalten, aber ihr habt gerade gesehen, man kann auch auf den Turm hochgehen. Und ja, da unten kann man besichtigen, unten kostet allerdings Eintritt. Wer aber mehr hier über die Geschichte erfahren will, kann das gerne tun. So viel dazu, hier hat früher wohl ein Luxemburger Graf diese Oberburg errichtet, hat die aber dann in der Fehde gegen den Trierer Erzbischof verloren. Und ja, nachdem die hier vertrieben wurden aus der Burg, die Luxemburger, haben die hier unten einfach nochmal eine größere Burg in Pfeilschussentfernung aufgebaut. Und so gab es dann zwei Burgen hier in Manderscheid.
Ja, gerade befinden wir uns auf der Turnierwiese. Mein kleinen Schwenk hinter uns seht ihr die Burg, die Unterburg. Ja, und hier auf der Turnierwiese finden auch im Herbst immer ja, Mittelalter-Spektakelfest. Das ist so ein kleines Ausflug, ein kleiner Ausflugstipp von uns. Wann der genau ist, ich blende euch dann einfach mal unten ein. Ich meine immer im September, aber ich kann mich auch irren. Und vielleicht noch ein paar Infos zur Tour. Ja, die Tour ist 5,4 Kilometer lang, also nicht so ganz lang, so eine Tages- bzw. Halbtagestour. Deswegen haben wir die auch ausgewählt. Die Schwierigkeit ist mittel, bisher sind wir nur bergab gegangen, aber ich gehe davon aus, dass wir das jetzt wieder berghoch gehen müssen. Mhm. Ja, man soll 2 Stunden brauchen, wir brauchen vermutlich ein bisschen länger, wir brauchen immer ein bisschen länger. Für den Film. Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach mal weiter. Genau. Hat ja eben so schön gesagt, bisher ging es nur den Berg runter. Und schon geht es wieder den Berg hoch. Müssen wir uns den Berg da hochschrauben und es gab zum Glück eine Bank und wir konnten ein Häuschen machen. Aber jetzt geht weiter.
Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Tour. Wir hoffen, die Wanderung hat euch gefallen. Unser persönliches Fazit wegen der Abstimmung hier zur Tour. Also mir persönlich hat die Tour super gut gefallen, waren viele Pfade drin. Ob sie die schönste war, sehen wir noch auf unseren anderen Touren. Ja, ich denke, da es ja um die schönste Wanderung von ganz Deutschland geht, ist das natürlich ziemlich schwer zu bewerten, aber sie ist wirklich sehr, sehr schön, sehr abwechslungsreich. Es gibt nur ein kleines Stück, was über einen relativ breiten Waldweg geht, ansonsten viele, viele schmale Pfade auf und ab, zwei Burgen, ja, den Bachlauf, der ist sehr, sehr schön, der Lisa begegnet man immer wieder. Also von uns wird sie dann heute Abend, denke ich, als sehr gut bewertet. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wir sagen danke für dabei sein. Schön, dass ihr wieder mitgewandert seid. Und bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss. Tschüss.